Servus und grüß euch. Auf meinem Kanal der Bienenbastler. Warum ich persönlich lieber mit gekauftem Futter auffüttere und nicht so mal wie viele Imker sich das Futter selber mit einfach mit haushaltsüblichen Zucker anmischen, das jetzt in diesem Video. Lasst gerne ein Abo oder einen Kommentar da. Über den Daumen würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, das Flüssigfutter wird immer noch schön angenommen. Ich hoffe, also es wird schon frischer und ich hoffe, dass bis zum wirklichen Kälteeinbruch das Volk mein gewünschtes Ziel erreicht hat. Natürlich kann man sich beim Futter einiges sparen, wenn man eben nicht das Fertige kauft, sondern ganz normalen Haushaltszucker und das Ganze mit Wasser mischt. Geht, funktioniert. Warum ich davon aber nicht so überzeugt bin und warum ich einfach lieber auf das Fertige zurückgreife, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Bei meinem gekauften Futter habe ich persönlich, beziehungsweise die Bienen, einen riesen Vorteil. Es handelt sich um den Wertzucker. Sprich, die Bienen haben keine weiteren Arbeiten damit. Sie können es direkt einlagern und im Winter direkt verbrauchen. Gegenüber beim Zuckerwasser gibt es noch einiges zu tun. Sie müssen das Zuckerwasser aufteilen. Einmal in Glucose und in Fructose. Das Ganze kostet die Bienen natürlich auch selber Energien. Und wenn die Temperaturen frischer werden, kann es euch passieren, dass die Aufspaltung nicht mehr hundertprozentig durchgeführt wird. Das heißt, wenn die Bienen dann im Winter Futter benötigen, müssen sie das wieder nochmal bearbeiten und können es nicht direkt gleich verwerten. Da kommt halt der Riesenvorteil mit meinem gekauften Futter, da das einfach schon verzehrfertig für die Bienen ist. Da sicherlich im nächsten Jahr den Wertzucker nicht mehr günstig wird, beziehungsweise bin ich auch gespannt, was der Haushaltszucker kosten wird. Und ich im Bienenjournal gelesen habe, dass man den Wertzucker selber herstellen kann, habe ich mir jetzt vom The Honey Factory in Vertofix besorgt. Das sind jetzt 250 Milliliter. Das würde reichen für 50 Kilo Haushaltszucker, um eben aus Haushaltszucker in Wertzucker zu generieren. Das finde ich recht interessant, weil ich einfach mit dem Invertzucker die Bienen schone. Sie müssen nichts mehr umwandeln beim Einfüttern und sie haben auch keine Probleme mehr beim Bedarf, wenn sie den Futterbedarf haben. Das sind jetzt halt eben 250 Milliliter und wird reichen für 50 Kilo Haushaltszucker. Das ist dann wirklich schon ordentlich. Wer jetzt sagt, ja, das ist mir viel zu viel, ich habe ja gerade ein paar Völker, da habe ich auch noch was Interessantes. Da gibt es nämlich so eine Art Set und im Kübel selber haben wir einmal eben unseren Haushaltszucker. Der Deckel ist recht praktisch, der hat hier schon die Löcher, man braucht gerade die Folie abziehen, dann könnte man das Ganze quasi umdrehen und die Bienen gleich damit füttern. Dazu gehört noch unser Invertofix, damit der Haushaltszucker umgewandelt wird in Wertzucker, und im Set ist noch eine Biforte enthalten. Dabei ist auch noch eine Anleitung, wo alles ganz genau beschrieben ist. Ihr müsst dann eben den Eimer mit Wasser befüllen, das Wasser braucht 45 Grad, das Ganze mischen, die zwei Shots gehören rein, also in Vertofix, damit ihr das Ganze eben umwandelt. Vom Haushaltszucker zum Invertzucker. Beim Apiforte kann das jeder selber entscheiden, ob er das für seine Bienen braucht. Das Ganze lasst man dann halt einen Tag ziehen, 24 Stunden, sagt der Hersteller, 16 bis 24 Stunden. Und am Ende nochmal gescheit durchrühren und schon haben wir eine fertige Futterlösung. Ich habe mich damals bewusst gegen Haushaltszucker entschieden, wollte einfach meine Bienen, meine Völker
am Ende der Saison nicht mehr zusätzlich belasten. Und ihr dürft eins nicht vergessen, wenn die Umarbeitung beim Einfüttern nicht hundertprozentig funktioniert hat, müssen das die Winterbienen machen. Und auch das belastet natürlich das Volk. Mit der Möglichkeit jetzt in Wert Zucker selber zu generieren, selber herzustellen, ist natürlich auch der Haushaltszucker für mich wieder interessant geworden, weil er einfach günstiger ist. Ich habe mir jetzt hier eben schon ein 250 ml Fläschchen besorgt, weil natürlich das wird, gehe ich mal stark von aus, nächstes Jahr auch nicht günstiger, aber es läuft erst im Januar 2024 ab. Einfüttern werde ich das erst, wie angesprochen, nächstes Jahr. Meine Völker sind komplett aufgefüttert. Würde mich interessieren, vielleicht hat einer von euch das schon getestet, aber das Mischen ist ja kein Hexenwerk und die Beschreibung ist ja auch top, beziehungsweise auch für Imker, die nur zwei, drei Völker besitzen, gibt es ja eine Top-Möglichkeit, das kleine Set, und ich habe eine fertige Futtermischung. Das soll es von mir wieder gewesen sein. Sag Dankeschön fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn jemand das schon getestet hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wer es noch nicht getestet hat oder wer selber jetzt Interesse hat. Ich verlinke euch das Ganze natürlich unten. Und sag Danke, pfiat euch, anders mal.